Im Berner Diemtigtal geht am 3. Januar eine Lawine nieder. Erstmals in der Geschichte der Rega stirbt bei einem Lawineneinsatz ein Retter. Der Arzt ist eines von 7 Opfern. 2 Lawinen sind beim Trümändler niedergegangen. Die erste verschüttet eine 8-köpfige Skitourengruppe. Die zweite löst sich wenig später. Sie trifft die Retter und verschüttet 12 Menschen. Es ist das schwerste Lawinenunglück in der Schweiz seit 11 Jahren. In einer Fernsehgala wird Herzchirurg René Prêtre zum Schweizer des Jahres 2010 gekürt. Den Preis kann er nicht persönlich entgegennehmen. Er operiert einmal jährlich in Mosambik. Prêtre ist sichtlich gerührt. Ich fühle mich jetzt wie der unbekannte Soldat, der so eine Mehrheit vertritt. Und ich würde eben gerne diesen Menschen diesen Preis, diese Anerkennung widmen. Schnee und Kälte halten die Schweiz im eisigen Griff. Wochenlang. Im Salzdom in Möhlin, dem größten Lager der Schweiz, herrscht gähnende Leere. Streusalz wird zum Luxusgut. Noch nie sind bis Ende Januar über 90.000 Tonnen verbraucht worden. Mehrere Kantone müssen auf Nebenstraßen splitten. Nur noch Hauptachsen können gesalzen werden. Der Winter sorgt in ganz Mitteleuropa für Chaos. Auf einer deutschen Autobahn sind 170 Menschen eine Nacht lang blockiert. Am Tag danach zeigt sich die Menge der Schneemassen, welche die Autobahnen zudecken. Bei der Post brodelt es. Nach dem Abgang von 2 Verwaltungsräten innerhalb eines Monats gibt Verwaltungsratspräsident Claude Begley dem politischen Druck nach und tritt zurück. Kritisiert werden sein Führungsstil und seine Auslandsstrategie. Nachfolger ist Peter Hassler, ehemaliger Direktor des Arbeitgeberverbandes. Erste Bilder aus Haiti. Ein Jahrhundertbeben erschüttert am 12. Januar Port-au-Prince. Menschen laufen ziellos herum. Das Leid ist unermesslich. Schwerverletzte liegen auf der Straße. Mit bloßen Händen werden Verschüttete geborgen. Leichen liegen am Straßenrand. Viele sind bloß mit Kleidungsstücken bedeckt. Das Beben der Stärke 7,0 legt große Teile der Hauptstadt in Schutt und Asche. 1,5 Millionen Menschen verlieren ihr Zuhause. Kurzschlüsse lösen zahlreiche Brände aus. Besonders betroffen sind Armenviertel. Viele Unterkünfte sind wie Kartenhäuser zusammengestürzt. Kaum jemand hat sich um Bauvorschriften gekümmert. Sogar der Präsidentenpalast liegt weitgehend in Trümmern. Tagelang leben Hunderttausende unter freiem Himmel, warten auf Hilfe aus dem Ausland. Hunger und Verzweiflung machen die Menschen gewalttätig. Es kommt zu Plünderungen. Erst eine Woche später bittet die Regierung Préval die USA um Hilfe. 10.000 US-Soldaten übernehmen faktisch die Kontrolle, führen den internationalen Einsatz an. Auch die Schweiz beteiligt sich an der humanitären Großoperation. Die Glückskette sammelt 65 Millionen Franken. Die logistischen Probleme sind laut der UNO größer als nach dem Tsunami 2004. Bei der Verteilung von Hilfsgütern kommt es zu Kämpfen. Doch es gibt auch Wunder. Dieser Mann klettert 10 Tage später unverletzt aus den Trümmern. Dank Essensvorräten überlebt er. Die Bilanz. Für die UNO ist es die schlimmste Katastrophe, mit der sie je zu tun hatte. Laut offiziellen Angaben sterben 222.000 Menschen. Nach dem Erdbeben bricht 10 Monate später die Cholera aus. Nährboden für die Seuche ist die prekäre Hygiene. Zehntausende erkranken. Es sterben etwa 2000 Menschen. Der Wiederaufbau könnte laut Experten 20 Jahre dauern.
Die Bilanz von Arthur Honecker, der für das Schweizer Fernsehen aus Haiti berichtet hat. Ein Arzt aus Haiti hat mir einmal gesagt, für uns war der 12. Januar das Ende der Welt. Dieses Erdbeben hat nicht nur unfassbares menschliches Leid angerichtet, es hat auch ein ganzes Land um Jahrzehnte zurückgeworfen. Wenn Behörden, Schulen, Kirchen in Trümmern liegen, dann fehlt einer Gesellschaft das innere Gerüst. Was bleibt, ist nackter Überlebenswille. Dieser Urinstinkt war es, der den Menschen in Haiti nach dem Chaos der ersten Tage die Kraft zurückgegeben hat, um weiterzumachen. Weitermachen, obwohl man gerade das Ende der Welt erlebt hat. Gigantisch ist der Airbus A380. Das weltgrößte Passagierflugzeug landet erstmals in der Schweiz. Zu Testzwecken, bevor der Linienbetrieb aufgenommen wird. Groß ist auch der Ansturm der Aviatik-Fans. 22.000 kommen, um den Riesen zu bewundern. Aufbruchstimmung im Emirat Dubai. Bis zuletzt ist geheim, wie hoch das höchste Hochhaus der Welt ist. Der Burj Khalifa, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, misst 828 Meter. Herrscher Mohammed bin Rashid verfolgt die Show mit Wohlgefallen. Dubai setzt Maßstäbe. Der Turm soll über 1 Milliarde Franken gekostet haben. Eröffnungsfeier der 21. Olympischen Winterspiele in Vancouver, Kanada. 6 Goldmedaillen holen die Schweizer, so viele wie noch nie. Didier Defago zeigt in der Königsdisziplin Abfahrt allen den Meister. Ein überraschender Sieg. Damit gehört er zu den Großen der Skigeschichte. Historischer Moment für den Schweizer Langlaufsport. Dario Colonia im Schlussspurt nach 15 Kilometern. Er gewinnt überlegen. Colonia ist der erste Schweizer Langlauf-Olympiasieger überhaupt. Mit dieser Riesenslalomfahrt macht er seinem Übernamen alle Ehre. Iceman Carlo Janka. Mit gerade mal 23 ist er Weltmeister und Olympiasieger im Riesenslalom. Skicross, eine neue Sportart an Olympia und die Schweiz. Das passt zusammen. Und dank Mike Schmid passt es doppelt. Er ist der goldene Sympathieträger. Simon Ammann, der Überflieger von Vancouver, sportlich und menschlich. 8 Jahre nach seinen ersten Olympiagoldmedaillen siegt er wieder. Erstmals hat die Schweiz einen doppelten Doppelgoldmedaillengewinner. Der Moment für die Schweizer Sportgeschichte. Emotion pur. Hautnah miterlebt von Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Die Schweizer Geiseln Rashid Hamdani und Max Göldi, festgehalten in Libyen seit Juli 2008. Hamdani wird am 22. Februar freigelassen. Zuvor hat ihn ein Gericht freigesprochen. Göldi dagegen stellt sich den libyschen Behörden kurz vor Ablauf eines Ultimatums. Der Grund, es droht die Stürmung der Schweizer Botschaft. Er muss für 4 Monate ins Gefängnis. Bei Göldi schnappen die Handschellen zu. 4 Tage später. Nach dem Freitagsgebet provoziert Staatschef Gaddafi erneut. In Zusammenhang mit dem Minarettverbot ruft er zum heiligen Krieg gegen die Schweiz auf. Die Schweiz, die Ungläubige, die Hure, hat die Häuser Allahs zerstört. Im Gefängnis erhält Göldi Besuch von Gaddafis Sohn Hannibal. Auch dieses Treffen führt nicht zur Freilassung. Danach verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Max Göldi im Gefängnis. Die römisch-katholische Kirche steht wochenlang wegen Missbrauchsskandalen im Fokus. In ganz Europa werden Fälle bekannt, wo Ordensleute und Erzieher Minderjährige missbraucht haben. Auch in der Schweiz, etwa im Kloster Einsiedeln.
Die Schweizer Bischöfe tun sich anfangs schwer im Umgang mit Tätern und Opfern. Wir müssen eingestehen, dass wir das Ausmaß der Situation unterschätzt haben. Für diese Fehler bitten wir um Entschuldigung. Monate später entschuldigt sich auch Papst Benedikt XVI. So deutlich wie nie bei Missbrauchsopfern. Der Papst verspricht, er tue alles in seiner Macht Stehende, dass so etwas nie wieder geschehe. Das Beben in Chile. Weltweit das fünftstärkste seit Messbeginn. Seine Stärke 8,8. Betroffen ist die Küstenstadt Concepción. Der geschätzte Sachschaden ist mit 30 Milliarden Dollar enorm. Eine halbe Million Wohnungen werden zerstört, 500.000 Menschen obdachlos. So schlimm wie das Beben selbst ist der Tsunami, den die Erdstöße auslösen. Verhältnismäßig gering ist die Anzahl Todesopfer, 342. Chile ist zwar gut auf Erdbeben vorbereitet, doch mit dieser Stärke hat niemand gerechnet. Fast 73% des Stimmvolks sagen Nein zur Senkung des Umwandlungssatzes für Pensionskassen. Die Linken und Gewerkschaften haben einen großen Sieg errungen. Noch selten wurde eine Vorlage von Bundesrat und Parlament so massiv verworfen. Dieser Mann hat Grund zur Freude. Brady Dugan, Credit Suisse Konzernchef, kassiert 90 Millionen Franken, den höchsten Lohn des Jahres. Die Rekordsumme sorgt für Empörung in der Bevölkerung und bei Politikern. Die CS rechtfertigt die hohen Löhne mit der Rückkehr in die Gewinnzone. In die Schlagzeilen gerät die Bank aber auch mit gestohlenen Daten von Credit Suisse-Kunden. Deutschland kauft eine CD mit Daten von über 1.000 mutmaßlichen Steuerhinterziehern einem Informanten ab. Zwischen der Schweiz und Deutschland entwickelt sich ein Schlagabtausch um die Steuersünder-CD. Mehrere Razzien in deutschen CS-Filialen folgen. Für Deutschland hat sich der Deal gelohnt. Er hat eine Welle von über 5.000 Selbstanzeigen ausgelöst. Volksaufstand im zentralasiatischen Kirgisistan. Tausende Gegner von Präsident Bakijew ziehen in der Hauptstadt Bischkek zum Regierungsgebäude. Viele bewaffnet, zum Äußersten entschlossen. Polizisten halten dem Druck nicht stand, werden erbarmungslos verprügelt. Die Armee vermag das Regierungsgebäude nicht mehr zu schützen. Ein Lastwagen durchbricht das Tor. Soldaten schießen wahllos in die anstürmende Menge. Offiziell werden etwa 80 Menschen getötet. Spitäler sind überfüllt mit Schwerverletzten und Toten. Präsident Bakijew flüchtet. Mit diesem handgeschriebenen Brief habe er den Rücktritt erklärt, sagt Außenministerin Rosa Otunbajewa. 3 Monate später wird sie als Staatspräsidentin vereidigt. Aber die Unruhen gehen weiter. Vor allem in Osh, der Machtbasis des gestürzten Präsidenten, kommt es zu Pogromen zwischen nationalistischen Kirgisen und der usbekischen Minderheit. Offiziell sterben 2000 Menschen. Mindestens 75.000 flüchten nach Usbekistan. Trotz Reformen, die Lage bleibt instabil. SF-Korrespondent Christoph Franzen. Als Konsequenz der blutigen Auseinandersetzungen haben die Kirgisen inzwischen eine neue Verfassung angenommen. In Zukunft soll die Macht nicht mehr bei autoritären Präsidenten liegen, sondern beim neuen, demokratisch gewählten Parlament. Die Parteien sollen ihre Konflikte in Zukunft ausdiskutieren und nicht mehr auf der Straße ausfechten. Befürworter sehen in dieser parlamentarischen Demokratie eine Chance für mehr Stabilität. Kritiker, unter ihnen auch Russland, warnen vor dem Chaos. Auch für die Schweiz ist die Zukunft Kirgisistans wichtig. Immerhin hat sie in den letzten Jahren über 200 Millionen Franken in den zentralasiatischen Staat investiert. Polen ist fassungslos. Teile seiner Elite kommen am 10. April bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Maschine mit Präsident Kaczynski stürzt beim Anflug auf die russische Stadt Smolensk ab. 96 Menschen sterben. Lech Kaczynski. Tausende erweisen dem verstorbenen Präsidentenpaar die letzte Ehre.
Die katholischen Polen suchen Halt im Glauben. An der Gedenkfeier nehmen Hunderttausende teil. Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea erreichen im März einen ersten Höhepunkt. Beim Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffs sterben 46 Soldaten. Nordkorea bestreitet, das Schiff versenkt zu haben. Ein halbes Jahr später, Kim Jong-il, Nordkoreas gesundheitlich angeschlagener Führer, ernennt seinen Sohn Kim Jong-un am 27. September zum Vier-Sterne-General. Nordkorea demonstriert militärische Stärke. Nur zwei Monate danach beschießt Nordkorea die südkoreanische Insel Yeonpyeong. Häuser werden zerstört, vier Menschen sterben. Es ist die größte Provokation seit Ende des Koreakriegs. Als Reaktion beschließt Südkorea mit den USA demonstrativ Seemanöver in der Region. Das sind Ursina und Berna mit ihrer Mutter. Die Jungbärinnen sind die Attraktion im Berner Bärenpark. Ihretwegen sind über 200.000 Besucher hierher gepilgert. Sie toben sich aus, man schaut ihnen gern dabei zu. In gut einem Jahr müssen sie den Park verlassen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, gute Plätze für sie zu finden. Kunstsammler Ernst Bejeler ist tot. Mit diesem Kandinsky hat alles angefangen. Bejeler verschuldet sich, um das Bild zu kaufen. Heute ist es über 20 Millionen Franken wert. Bejeler, einer der bekanntesten Kunstsammler der Welt, stirbt am 25. Februar, 88-jährig. Berühmte Künstler wie Picasso oder Giacometti kannte er persönlich. Seine Sammlung ist eine der weltweit bedeutendsten. Hier im Bejeler Museum in Rien ist sie frei zugänglich. Das war immer sein Anliegen. Es beginnt harmlos. Islands Gletschervulkan Eyjafjallajökull schießt Lava hoch in den Himmel. Touristen fliegen nach Island, um das Spektakel aus der Nähe zu sehen. Zwei Wochen später wird der Vulkan stärker, stößt gewaltige Aschemengen aus. Es sind apokalyptische Bilder, der Tag wird zur Nacht. Wie schwarzer Schnee fällt Asche vom Himmel. Praktisch der gesamte europäische Luftraum ist Mitte April gesperrt. Die Folgen sind weltweit zu spüren. 100.000 Flüge fallen aus. Der Schaden für Firmen und Fluggesellschaften beträgt etliche Milliarden. 8 Millionen Passagiere stecken fest. Erst nach Tagen nimmt die Aschekonzentration in der Luft ab. Flugzeuge starten wieder. Zwei Monate später. Das letzte Feuerwerk des Eyjafjallajökull. Für den Moment jedenfalls. Im Golf von Mexiko brennt die Ölbohrinsel Deepwater Horizon. Nach einer Explosion sinkt sie anderthalb Tage später. Unfallursache ist ein starker Druckanstieg im Bohrloch. Am Meeresboden in 1500 Metern Tiefe entweichen fortan Unmengen Öl. Eine Katastrophe für die Natur im Golf. Mit allen technischen Mitteln wie Robotern versucht der Energiekonzern BP, das ausfließende Öl zu stoppen. Lange Zeit erfolglos. Die Folgen für Mensch und Tier sind verheerend. Der BP-Chef versucht zu beruhigen. Wir säubern die Küste von jedem Tropfen Öl. Wir beseitigen alle Schäden in der Natur. Freiwillige putzen Sandstrände. Eine Sisyphus-Arbeit. BP zahlt 20 Milliarden Dollar in einen Fonds. Zwei Monate nach dem Unfall spricht US-Präsident Obama von der schlimmsten Umweltkatastrophe Amerikas. This oil spill is the worst environmental disaster America has ever faced. Auf einem Sessellift sitzen viele Chinesen das erste Mal. Schweben über Alpenwiesen in Shanghai, im Schweizer Pavillon der Weltausstellung. Eine Bergkulisse erwartet die Besucher im Innern.
Davor erzählen Schweizer, was sie über ihr Land denken. Der Pavillon gehört zu den beliebtesten. Natürlich gehören da Raclette und Fondue dazu. In Thailand stürmen Oppositionelle, sogenannte Rothemden, das Parlament. Ihre Forderung: Neuwahlen. Politiker flüchten über eine Mauer. Ein Helikopter bringt sie in Sicherheit. Danach gerät in der Hauptstadt Bangkok die Lage außer Kontrolle. Die Rothemden, Anhänger des 2006 gestürzten Regierungschefs Thaksin, liefern sich Straßenschlachten mit den Militärs. Steinschleudern und Feuerwerkskörper auf der einen Seite, automatische Waffen der Soldaten auf der anderen Seite. Die Bilanz: 90 Tote, 1800 Verletzte. Nach Tagen stürmen Soldaten die Lager der Opposition. Mit Panzern zerstören sie Barrikaden. Die meisten Protestierenden ziehen ab. Die Anführer der Rothemden lassen sich verhaften. Einige Tage später kehrt Ruhe ein. Doch die Fronten in Thailand bleiben verhärtet. Die rote Protestbewegung gibt nicht auf. Der FC Basel gewinnt zum 13. Mal die Schweizer Fußballmeisterschaft. Im entscheidenden Spiel in Stade de Suisse gewinnt Basel 2:0. IB hat vergeblich auf das Wunder von Bern gehofft, auf den ersten Meistertitel seit 24 Jahren. Nicht nur die Akropolis bröckelt, Griechenland steht vor dem Bankrott. Ministerpräsident Papandreou bittet am 23. April in einem dramatischen Appell um Finanzhilfe. Wir alle, die Regierung und das griechische Volk, haben ein Boot geerbt, das sinkt. Das Land erhält Kredite von 110 Milliarden Euro. Bedingung: ein drastisches Sparpaket. Das bedeutet für die Griechen: Pensionsalter auf 65 erhöhen, Renten einfrieren sowie rigides Sparen im öffentlichen Dienst. Tausende protestieren erfolglos dagegen. Als Folge der Griechenland-Krise fallen die Börsenkurse weltweit auf Jahrestiefstände. Die Befürchtung, die Krise könnte auf andere Euro-Länder übergreifen. Das löst eine historisch einzigartige Rettungsaktion der EU-Länder aus. Angela Merkel zur Krise. Ist die größte Bewährungsprobe, die Europa seit Jahrzehnten, ja wohl seit der Unterzeichnung der römischen Verträge im Jahre 1957 zu bestehen hat. In einem Kraftakt beschließt die EU einen sogenannten Rettungsschirm von 750 Milliarden Euro für angeschlagene Länder bereitzustellen. Die Einschätzung dazu von SF-Wirtschaftsredaktor Daniel Hannemann. Auf dem Papier ist die Sache klar. Dieses Geld reicht nicht nur für Griechenland und Irland, sondern es würde auch reichen, falls Portugal oder sogar das große Spanien nächstes Jahr Geld brauchen würden. Aber Investoren brauchen nicht nur Fakten, sie brauchen auch Vertrauen in die Zukunft. Und da ist die Sache auf dem Papier leider auch klar. Griechenland wird seine Schulden nicht zurückzahlen können. Rettungsschirm hin oder her. Letztmals verlässt Regierungschef Gordon Brown mit seiner Familie die Downing Street. Für Labour geht nach 13 Jahren eine Ära zu Ende. Der neue Hausherr David Cameron begrüßt seinen Koalitionspartner Nick Clegg von den Liberalen. Damit regieren zwei junge Männer das Königreich. Amerikas Präsident Barack Obama und Kreml-Chef Dmitri Medvedev unterzeichnen in Prag das neue START-Abkommen. Der Abrüstungsvertrag ist ein Meilenstein. Er verpflichtet die zwei weltgrößten Atommächte, ein Viertel ihrer Atomsprengköpfe und die Hälfte der Trägersysteme zu vernichten. Die Ratifizierung steht noch aus. Atomgipfel in Washington. Barack Obama lädt 47 Staaten ein. Sein ehrgeiziges Ziel: innerhalb 4 Jahren alles atomwaffenfähige Uran weltweit zu kontrollieren. Es ist das größte Zusammentreffen von Staats- und Regierungschefs, das ein amerikanischer Präsident seit 1945 einberuft. Ganz nah bei den Mächtigen der Welt, Bundespräsidentin Doris Leuthard. Der Iran versucht weiterhin, militärische Stärke zu zeigen. Sein Land könne Kernbrennstoff herstellen, sagt Präsident Ahmadinejad. Der Westen verdächtigt das Land, unter dem Deckmantel der zivilen Kernenergienutzung an Atomwaffen zu arbeiten.
Die UNO verabschiedet schärfere Strafmaßnahmen gegen Iran. Ein Durchbruch bei den politischen Verhandlungen ist nicht in Sicht. Banges Warten für Michael von der Heide am Eurovision Song Contest. Dann die Gewissheit. Nein, der Schweizer Beitrag Il Pleu de l'Or hat das Publikum nicht überzeugt. Il Pleu de l'Or, chaque fois que tu me parles d'amour. Geschafft hat es Lena für Deutschland. Mit ihrem Satellitenohrwurm und dem unbeschwerten Auftritt bezaubert sie Millionen vor dem Fernsehschirm. Ein 2 Jahre dauernder Streit mit den USA ist vom Tisch. Bei rund 4000 UBS-Kunden kann die Schweiz den USA Amtshilfe leisten, auch wenn es nicht um Betrug, sondern um Steuerhinterziehung geht. Zum Staatsvertrag haben National- und Ständerat nach monatelangen Querelen Ja gesagt, ohne dass es eine Volksabstimmung braucht. Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte erteilen dem Bundesrat miserable Noten. Er habe den Beginn der Finanzkrise total verschlafen, die Brisanz des Streits mit den USA über die UBS-Daten zu spät erkannt. Eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC dagegen wird nicht gefordert. Der Bundesrat reagiert pikiert. Unserer Ansicht nach ist das übertrieben. Der Bundesrat weist Kritik nicht grundsätzlich zurück, aber es ist der Ton, der die Musik macht. Die Art und Weise ist hart. Wie weiter mit dem Finanzplatz Schweiz? Von 5.400 Milliarden Franken verwalteten Kundengeldern gehören 3.000 ausländischen Bankkunden. An unversteuertem Geld aus dem Ausland sei man nicht mehr interessiert, macht der Bundesrat klar. Den automatischen Informationsaustausch lehnt er weiterhin ab. Mit Erfolg setzt er auf einzelne Steuerabkommen. Das Wichtigste unterschreiben Finanzminister Merz und sein deutscher Amtskollege Schäuble. Der Kern des Bankgeheimnisses wird doch noch bewahrt. Der jahrelange Steuerstreit ist vom Tisch. Wegen des sogenannten Too-Big-to-Fail-Problems sollen die systemrelevanten Großbanken UBS und CS ihr Eigenkapital massiv erhöhen müssen. Auf 19%, wie eine Expertenkommission des Bundes fordert. Das ist doppelt so viel wie international vorgesehen. Die nächsten politischen Schritte erläutert SF-Bundeshauskorrespondent Hans-Peter Trütsch. Die Finanzmarktproblematik wird das Parlament voraussichtlich im Frühjahr beschäftigen. Die Fronten verlaufen klassisch, die Bürgerlichen können damit leben, die Linke findet alles etwas zu zahm. Und hier spielt die Abzocker- und Boni-Diskussion eine Rolle, denn die Initiative ist populär. Nicht minder spannend die außenpolitische Front. Es gibt Absichtserklärungen, mit Deutschland und Großbritannien Verhandlungen aufzunehmen. Abgeltungssteuer ohne Datenaustausch, das tönt ja gut. Nur der Teufel steckt im Detail. Die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Und mit der Eurokrise wird der Druck auf die Schweiz jedenfalls auch im neuen Jahr nicht kleiner werden. Ein Flugzeug der spanischen Luftwaffe landet in Zürich-Kloten. Seit 695 Tagen haben die Schweiz und Max Göldi auf diesen Tag gewartet. Göldi betritt am 14. Juni Schweizer Boden. Sein libyscher Albtraum ist vorbei. Auch Außenministerin Calmiret wirkt erleichtert. An einer Medienkonferenz zeigt sich Göldi gefasst. Ich bin Opfer eines Konfliktes geworden, der nichts mit mir zu tun hat. Ich bin mir bis heute keiner Schuld bewusst. Sein älterer Bruder schildert die große Erleichterung der Familie. Wir sind alle sehr froh, dass dieses Hoffen und Bangen endlich ein Ende hat. Ein halbes Jahr danach, die politische Aufarbeitung der Libyen-Krise. In ihrem 150-Seiten-Bericht kritisiert die ständerätliche GPK das Krisenmanagement des Gesamtbundesrats scharf. Hans-Rudolf Merz habe seine Kompetenzen überschritten. Calmiret trifft der Vorwurf, sie habe zum Teil im Alleingang gehandelt und den Bundesrat nicht oder nur mündlich informiert. Viele Küsse. Sie prägen die Märchenhochzeit des Jahres von Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihrem Fitnesstrainer Daniel Westling. Ihr Charme verzaubert Millionen Fernsehzuschauer. Und natürlich die schwedischen Fans.
Nach dem Ja-Wort ist auch Daniel Westling gerührt. 200.000 Menschen jubeln dem Brautpaar in der Kutsche zu. Mit der königlichen Schaluppe fahren sie zum Palast. Israelische Soldaten stürmen am 31. Mai ein Schiff mit Hilfsgütern für den Gazastreifen. 9 Aktivisten sterben. Die Aktion sorgt international für Empörung. Laut UNO-Ermittlern ist der Angriff durch nichts zu rechtfertigen. Israel weist die UNO-Kritik als parteiisch zurück. Wenig später lockert Israel auf Druck von außen die Blockade des Gazastreifens. Erste Hilfsgüter passieren die Grenze. In Washington gibt es nach 2 Jahren Stillstand direkte Gespräche zwischen Israel und Palästinensern. Dabei sind auch Jordaniens König Abdullah und der ägyptische Präsident Mubarak. Obamas Ziel ist die Zwei-Staaten-Lösung mit einem künftigen Palästinenserstaat. Als größtes Hindernis gelten die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten. Ein erneuter Baustopp ist jedoch vorerst vom Tisch. Mit kräftigem Hammerschlag eröffnet Altbundesrat Joseph Deiss als Präsident die UNO-Generalversammlung. Erstmals nimmt damit ein Schweizer das formell höchste Amt der Welt ein. Dies ist eine große Ehre nach nur 8 Jahren Mitgliedschaft. UBS-Generalversammlung. Die Aktionäre verweigern der Führungsriege um Marcel Ospel die Décharge für das Jahr 2007. Das hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Für hitzige Diskussionen sorgen die Boni. Fast 3 Milliarden Franken genehmigen sich die Kader, trotz Milliardenverlust im Jahr 2009. Nach der Krise ist es der UBS noch nicht gelungen, das Vertrauen vollständig zurückzugewinnen. 2009 sind fast 150 Milliarden Kundengelder abgeflossen. Nun ist die Bank wieder auf Kurs. Sie weist überraschend hohe Milliardengewinne aus. Der Schweizer Uhrenkönig ist tot. Nicolas Hayek stirbt 82-jährig. Er war einer der wegweisenden Unternehmer des Landes. Die Billig-Plastikuhr Swatch macht er zum Kultobjekt. 1983 kommt sie auf den Markt. Die Schweizer Uhrenindustrie ist gerettet. Hayek hat gern provoziert, aber immer auch an die Stärken des Landes geglaubt. Viele Auszeichnungen sind der Dank dafür. Die Fußball-WM, erstmals in Afrika. Die Südafrikaner haben darauf hingefiebert. Die Stimmung ist geprägt von Lebensfreude und vor allem viel Musik. Die Schweiz feiert am Cup einen der wohl größten Erfolge der Schweizer Fußballgeschichte. Gelson Fernandes, Tor! Tor! Tor für die Schweiz! Die Schweiz schlägt Spanien 1:0, besiegt als einzige den späteren Weltmeister. Das gibt's doch gar nicht! Spanien holt nach dem Europa auch den Weltmeistertitel. Iniesta schießt die Spanier ins Glück. In Madrid sind Hunderttausende im Freudentaumel. Vom Pokal sind auch die Prinzessinnen Leonor und Sophia hin und weg. Der dienstälteste Bundesrat gibt am 9. Juli seinen Rücktritt bekannt. Moritz Leuenberger tritt nach 15 Jahren zurück. Seine Bilanz? Also ich habe die direkte Demokratie von nahe als eine Bereicherung erlebt und das hat mir sehr viel gegeben. Einen Monat später gibt Hans-Rudolf Merz nach Dauerdruck seinen Rücktritt per Oktober bekannt. Er sagt, er gehe erhobenen Hauptes. Seine Bilanz nach 7 Amtsjahren. Die UBS atmet wieder. Man darf feststellen, glücklicherweise, die beiden Schweizer sind aus Libyen zurück. Und alle Finanzthemen sind im Ziel. Für den Appenzeller Finanzminister bestand Politik jedoch nicht nur aus Zahlen. Sie kann auch lustig sein. Sein Lachanfall im Nationalrat geht um die Welt. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Musik.
Nach mehr als 7 Monaten Hausarrest mit Fußfesseln in seinem Gstaader Chalet wird Starregisseur Roman Polanski am 12. Juli freigelassen. Das Auslieferungsgesuch der USA hat Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf überraschend abgelehnt. Begründung: Die US-Justiz habe ein wichtiges Protokoll nicht herausgegeben. Die USA wollen Polanski wegen Sex mit einer Minderjährigen vor Gericht bringen, der Jahrzehnte zurückliegt. Nach dem Erdbeben in Haiti ist die Flut in Pakistan die zweite schwere Naturkatastrophe des Jahres. Die schlimmste in der Geschichte Pakistans. Als Folge von Monsunregen ist ein Fünftel des Landes überschwemmt. Das ist ein Gebiet der Größe Italiens. 20 Millionen Menschen sind betroffen. 2000 kommen ums Leben. Über einen Monat lang steht das Wasser zum Teil meterhoch. Die Behörden sind überfordert. Die Bevölkerung hat das Vertrauen in die Regierung verloren. Wenn endlich Hilfe kommt, dann herrscht das Gesetz des Stärkeren. Wo sich das Wasser zurückzieht, zeigt sich der ganze Schaden. Laut Experten dauert der Wiederaufbau bis zu 5 Jahren. Gleichzeitig beherrscht eine beispiellose Hitzewelle mit bis zu 44 Grad weite Teile Russlands. Folge davon sind rund 700 Wald- und Torfbrände. Löschflugzeuge und bis zu 250.000 Zivilisten bekämpfen das Feuer, manche mit bloßen Händen. Bewohner müssen zusehen, wie ihre Häuser abbrennen. Als Folge giftigen Rauchs und Hitze sollen laut russischen Medien Zehntausende gestorben sein. Verbrannt sind tausende Häuser sowie eine Fläche so groß wie die Kantone Graubünden und St. Gallen. Im Golf von Mexiko läuft seit 3 Monaten Öl aus. Erst am 16. Juli können Roboter das Leck schließen und mit Schlamm stopfen. Etwa 800 Millionen Liter Rohöl flossen ins Meer. In der Schweiz könnten damit alle Privatautos 2 Monate lang fahren. Schande über BP, heißt es auf Transparenten. BP-Chef Tony Hayward tritt zurück. Die Regierung Obama lässt sich für den Erfolg am Bohrloch feiern und relativiert die Schäden durch ausgelaufenes Öl. Ein Viertel Öl wird natürlich abgebaut. Mutter Natur wird es richten. Wir sind weiter aufmerksam. Alles angespülte Öl beseitigen wir rasch. Unklar sind die längerfristigen Auswirkungen. SF-Korrespondent Tilman Lingner. Auch wenn wir an den Küsten kein Öl mehr sehen, so hat die ökologische Katastrophe doch gerade erst begonnen. Das Plankton ist ölverseucht und die Vergiftung wird sich über die Nahrungskette fortsetzen. Die ganze Fischereiindustrie ist bedroht. Auch in Alaska, bei der Exxon-Valdez-Katastrophe, dauerte es 3 Jahre, bis die Heringschwärme zugrunde gingen. Dann blieben sie für immer weg. Marathonläufer Viktor Rötlin macht der Schweiz am Nationalfeiertag ein besonders schönes Geschenk. In Barcelona bei den Europameisterschaften gewinnt er mit großem Vorsprung. Ein Comeback nach langer Pause. Er verwirklicht damit seinen größten Traum. Sie alle wollen feiern. Hunderttausende Techno-Fans in Duisburg. Doch die Love Parade wird zur Todesparade. Amateurvideos zeigen den überfüllten Zugang zum Gelände. Der Tunnel wird zur Todesfalle. Zahlreiche Besucher versuchen wegzuklettern. Es kommt zur Massenpanik. 21 Menschen werden totgetrampelt, über 500 verletzt. Tagelang stehen die Menschen unter Schock. Der Todestunnel wird zur Trauermeile. Polizei, Veranstalter und die Stadt schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Oberbürgermeister Sauerland wird lautstark zum Rücktritt aufgefordert. Durch den Tunnel sind laut Polizeischätzungen 400.000 Raver geströmt. Viel zu viele für das Nadelöhr. Erstmals in der Schweiz werden Rinder von Wölfen getötet. Nach einer DNA-Analyse gibt der Kanton Wallis ein Tier zum Abschuss frei.
Ein Wildhüter erschießt eine Woche später den Wolf. Dies löst eine heftige Debatte aus. Umweltverbände kritisieren, damit sei das Problem nicht gelöst. Es brauche mehr Herdenschutz, um Nutztiere vor Angriffen zu schützen. Im Oberwallis entgleisen drei Wagen des Glacier-Express. Über 40 Passagiere werden verletzt. Eine japanische Touristin stirbt. Unfallursache: der Lokführer ist zu schnell gefahren. Die Matterhorn-Gotthardbahn wird kritisiert. Die Lokführer stünden unter Zeitdruck. Gleise seien zum Teil in schlechtem Zustand. Der Unfallschlussbericht soll im Januar veröffentlicht werden. 22. September. Bei der Bundesratswahl verteidigen FDP und SP ihre Sitze in der Regierung. Gewählt ist mit 144 Stimmen. Est élu avec 144 voix. Johann Schneider-Ammann. Gewählt ist mit 159 Stimmen. Est élu avec 159 voix. Frau Simonetta Sommaruga. Madame Simonetta Sommaruga. Mit Simonetta Sommaruga und Johann Schneider-Ammann stellt der Kanton Bern erstmals zwei Bundesräte. Ein Berner Doppelsieg. Zum ersten Mal regiert eine Frauenmehrheit in Bern. Das eidgenössische Schwingfest in Frauenfeld. Eine Viertelmillion Besucher. Größter Sportanlass der Schweiz. Der dominierende Schwinger. Der 20-jährige Kilian Wenger aus dem Diemtigtal im Berner Oberland. Wenger gewinnt alle 8 Kämpfe. Ein historischer Triumph. Das hat es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben. Kilian Wenger, ein verdienter Schwingerkönig. Mit seinem Preis, dem friedlichen Siegermoni Arnold. Historischer Moment für die Schweiz. Der Durchschlag des Gotthard-Basistunnels, des längsten Eisenbahntunnels der Welt. Der Berg ist bezwungen. Dank Ihnen. Jahrelang haben sich 2500 Arbeiter durch das Gestein gearbeitet. Die Schweiz steht international groß da. Die politischen Väter Moritz Leuenberger und Altbundesrat Adolf Uggi umarmen sich. Ich muss nicht zugeben, es ist mir Augenwasser gekommen. Das Stimmvolk hat den Tunnelbau vor 18 Jahren beschlossen. Der erste reguläre Zug soll 2016 hier durchfahren. Wahrlich ein Jahrhundertwerk. Die US-Kampftruppen ziehen ab aus dem Irak. Die Bilanz des amerikanischen Krieges ist zwiespältig. Über 4.430 Gefallene, 32.000 verwundete US-Soldaten, 100.000 tote Zivilisten. Präsident Obama erfüllt damit ein zentrales Wahlkampfversprechen. Wir bezahlen einen hohen Preis, die Zukunft in die Hand der Iraker zu legen. Erst 9 Monate nach der Parlamentswahl kann der schiitische Ministerpräsident al-Maliki eine Regierung bilden, in der auch Sunniten und Kurden vertreten sein sollen. Es gibt zwar weniger, aber immer noch Selbstmordanschläge. Die Bevölkerung hat kaum Wasser und Strom, was zu heftigen Protesten wie hier in Basra führt. Allerdings, 50.000 US-Militärs bleiben noch bis Ende 2011. Sie haben eine schwierige Aufgabe vor sich. Der Abzug aus dem Irak schafft militärische Kapazität hier in Afghanistan. 30.000 zusätzliche US-Soldaten sind angerückt. Doch erreicht haben sie fast nichts. Mit über 9 Jahren ist es der längste Krieg der US-Geschichte. Rund 2.300 Soldaten der Koalitionstruppen sterben, der Großteil Amerikaner. Im ersten Halbjahr sind 1.300 Zivilisten gestorben. Das ist laut UNO fast ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Selbst die USA wissen, sie können den Krieg nicht gewinnen. Bereits in einem halben Jahr sollen die US-Truppen abgebaut werden. Präsident Karzai versucht, die Taliban-Gruppen für den Friedensprozess zu gewinnen.
Vergeblich. Bei den Parlamentswahlen sind rund ein Viertel der Stimmen wegen Manipulation ungültig. Eine Lösung des Konflikts ist weit weg. SF-Korrespondent Ulrich Tilgner. Auch die Aufständischen unter der Führung der Taliban können den Krieg nicht gewinnen. Und da sich bei den politischen Verhandlungen kein Durchbruch abzeichnet, werden sich die Kämpfe in die Länge ziehen und das Leiden der Menschen, vor allem in den ländlichen Regionen, wird kein Ende nehmen. Anders im Irak. Obwohl ein großer Teil der gewaltigen Öleinnahmen durch Korruption verloren geht, wird sich die Lage weiter beruhigen. Und der Abzug der US-Truppen dürfte planmäßig fortgesetzt werden. Die große Unsicherheit in der gesamten Golfregion bildet der Konflikt um das iranische Atomprogramm. Bisher sind alle diplomatischen Bemühungen zur Lösung gescheitert. In der Golfregion droht ein neuer Krieg. Das friedliche Linde-Quartier in Biel. Ein Rentner verschanzt sich in seinem Haus. Es soll zwangsversteigert werden. Filmreife Szenen mit Polizisten. Die Polizei will ihn zur Rede stellen. Er schießt einem Beamten in den Kopf, verletzt ihn schwer. Das ist Peter K., der Polizei und Anwohner eine Woche lang in Atem hält. Er streitet seit längerem mit den Behörden. Im Haus hat er ein Waffenarsenal samt Armbrust. Erst im Laufe der Ermittlungen wird bekannt, dass K. seine Tat minutiös geplant hat. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Solche Verhaltensweisen waren bisher nur aus Film bekannt. Polizeihund Faro bereitet dem Ganzen ein Ende. Nach dem Hinweis einer Passantin stellt er den Flüchtigen auf freiem Feld. Der Raserunfall von Schönenwehr 2008. Im korrekt fahrenden Auto stirbt eine 21-Jährige. Zwei Jahre später wird der Hauptangeklagte zu einer drastischen Gefängnisstrafe verurteilt von 5 Jahren und 8 Monaten. Die beiden anderen Junglenker erhalten ebenfalls exemplarisch hohe Strafen von über 2 Jahren. Der Fall wird weitergezogen. Ich habe im Jahr 1971 Sendungen gemacht unter dem Titel »Lachen Sie mit«. Die Radiostimme der Nation gehörte ihm, Urli Beck. Mehr als 30 Jahre lang moderierte er bei Radio DRS etwa den Nachtexpress. Zusammen mit Elisabeth Schnell erhält er diesen Frühling den Ehrenprivalo für sein Lebenswerk. Im Herbst stirbt Urli Beck 79-jährig. Die giftige Flutwelle in Ungarn ist gewaltig. Autos werden wie Spielzeuge mitgerissen. Menschen schauen hilflos zu, wie die rote Brühe ihre Dörfer überschwemmt. Dieses Deponiebecken einer Aluminiumfabrik ist gebrochen. Es sollen etwa 800.000 Kubikmeter giftiger Bauxitschlamm ausgelaufen sein. Er bedeckt mehrere Dörfer, eine Fläche von 40 Quadratkilometern. Der Schaden an der Natur ist nicht absehbar. Minenunglück in Chile. Die Rettungskapsel bringt die medialen Helden aus der Tiefe ans Tageslicht. Der Sohn eines Bergmanns weint vor Freude. Über 2 Monate sind sie eingeschlossen in fast 700 Metern Tiefe. Via Videotelefon können sie mit Angehörigen sprechen. Das Land im Freudentaumel. Das Happy End. Alle 33 Kumpel sind befreit. Rocksänger Steve Lee. Nebst Musik war Motorradfahren seine große Leidenschaft. Sein letzter Auftritt mit seiner Band Gotha. Auf einer Motorradtour in Amerika verunglückt der 47-Jährige tödlich. Die Schweiz verliert ihren erfolgreichsten Rocksänger. Ja zur Ausschaffungsinitiative. Das Stimmvolk sagt mit 52,9% Ja zur Ausschaffung straffällig gewordener Ausländer. Die SVP bringt ein Jahr nach der Minarett-Initiative erneut eine Vorlage zur Ausländerthematik durch.
Bundesrat und Parlament stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Die Verpflichtungen aus der Initiative müssen sie mit Abkommen wie der EU-Personenfreizügigkeit in Einklang bringen. Gewählt ist mit 106 Stimmen Madame Micheline Calmiret. Die Bundesversammlung wählt Micheline Calmiret mit 106 Stimmen zur Bundespräsidentin. Das schlechteste Resultat aller Zeiten. Ich betrachte das als politische Spielen und das hat keine Bedeutung. Millionen Franzosen protestieren. Monatelang wehren sie sich gegen die Erhöhung des Rentenalters von 60 auf 62 Jahre. Heftige Krawalle liefern sich Vorstadt, Jugend und Polizei. Manchen geht es mehr ums Zerstören als um die Rentenreform. Streiks in Raffinerien führen zu Benzinknappheit. Jeder Protesttag kostet das Land umgerechnet etwa eine halbe Milliarde Franken. Pensionieren mit 60 sei nicht mehr finanzierbar, so Präsident Sarkozy. Seine wichtigste Reform genehmigt der Verfassungsrat Anfang November. Härte zeigt Präsident Sarkozy auch gegenüber den Roma. Er lässt Lager räumen. Rund 12.000 werden ausgeschafft. Die Regierung dagegen spricht von Freiwilligen. Sie erhalten bis zu 300 Euro in die Hand gedrückt. Mit seiner Roma-Politik löst Sarkozy bei UNO und EU Widerspruch aus. Besonders harsch kritisiert EU-Menschenrechtskommissarin Viviane Reding. Genug sei genug. Enough is enough. Dudelsack Pfeiffer in Dublin protestieren gegen das harte 15 Milliarden Sanierungsprogramm. Auf dem Buckel der Durchschnittsverdiener, wie sie sagen. Auslöser der Finanzkrise sind marode irische Banken. Irlands Regierung erhält als erste Geld aus dem EU-Rettungsschirm. Mit dem 85 Milliarden Hilfspaket will die EU eine Ausbreitung der Schuldenkrise verhindern. Er ist einer der gefährlichsten Vulkane der Welt, der Merapi in Indonesien. Ein Ascheregen Ende Oktober verwandelt die Gegend in eine Mondlandschaft. Im heißen Ascheregen und an den Folgen sterben mindestens 300 Menschen. 320.000 flüchten, unzählige harren in Notunterkünften aus. Burmas Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ist frei. Ein bewegender Moment für die 65-Jährige, aber auch für die Bevölkerung. Trotz 15 Jahren Hausarrest bleibt sie Idol und Hoffnungsträgerin für ein demokratisches Burma. Wie frei Suu Kyi wirklich ist, hängt von der Militärjunta ab. Am Weltklimagipfel in Cancun einigt sich die Staatengemeinschaft auf einen Kompromiss. Sie anerkennt, dass die Erderwärmung 2 Grad nicht übersteigen darf. Für einen Klimafonds für Entwicklungsländer sollen Milliarden bereitgestellt werden. Die Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll sind vertagt. Umweltorganisationen werten das Ergebnis als Erfolg. Dies reiche jedoch nicht im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Die Einschätzung von SF-Sonderkorrespondent Jörg Brunner. In Cancun sind einige entscheidende Projekte angeschoben worden. Allerdings fehlt es an der notwendigen Verbindlichkeit. Doch nach dem Debakel von Kopenhagen 2009 ist zumindest eine Basis da für die nächsten Schritte in der Klimapolitik. Die Staatengemeinschaft muss jetzt beweisen, dass sie handlungsfähig ist. Sie muss an der nächsten Klimakonferenz von Südafrika all diese Projekte mit Leben füllen, damit ein völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommen geschaffen werden kann. 2010 ist auch der Durchbruch der Internet-Enthüllungsplattform WikiLeaks. Erster Höhepunkt, die Veröffentlichung des Bordvideos eines US-Kampfhelikopters. Soldaten erschießen in Bagdad Zivilisten. Es folgen über 70.000 geheime Feldberichte aus dem Afghanistan-Krieg. Die unkontrollierbaren Datenströme lehren die Mächtigen der Welt das Fürchten. Wochen nach der Afghanistan-Veröffentlichung wird WikiLeaks-Kopf Julian Assange verhaftet. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in Schweden. Zuversichtlich macht er das Siegeszeichen. Gegen Kaution wird er freigelassen. Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Der Stuhl des Preisträgers bleibt leer. Der Grund: Liu Xiaobo sitzt in China im Gefängnis.
Er hat bei der sogenannten Charta 08 mitgearbeitet. Zehntausende Chinesen haben sie unterzeichnet. Sie fordern politische Reformen in China. Der Friedensnobelpreisträger vor seiner Verhaftung: Wenn du deine Würde wahren willst in diesem totalitären Regime, dann kämpfe für Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Gefängnis gehört da dazu. Der Fall des prominenten Wettermoderators Jörg Kachelmann wird auch vor Weihnachten nicht abgeschlossen. Bei der Verhaftung in Deutschland am 20. März bestreitet er die Vorwürfe. Ich bin unschuldig, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke. 4 Monate später, Entlassung aus der U-Haft. Zum Abschied umarmt er einen Gefängnismitarbeiter. Für deutsche Medien ist es der Gerichtsfall des Jahres. Bei Verhandlungsbeginn am 6. September in Mannheim wirkt Kachelmann nachdenklich. Es steht Aussage gegen Aussage. Das Urteil wird frühestens im März 2011 erwartet. Im Münchner Schlägerprozess werden die 3 Schweizer Täter zu harten Strafen von bis zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Jugendlichen hatten im Sommer 2009 wahllos auf Passanten eingeschlagen und diese zum Teil lebensgefährlich verletzt. Dieser Crash von Liuzzi und Schumacher am Formel-1-Finale in Abu Dhabi verhilft ihm zum Sieg. Sebastian Vettel, jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Thank you, boy. Unbelievable. Thank you, I love you. Tennisfinale in London. Ein fantastischer Roger Federer setzt sich gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal durch. Federer gewinnt die Weltmeisterschaft zum 5. Mal. Er setzt damit eine weitere Rekordmarke. Roger Federer, bester Tennisspieler aller Zeiten.